Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11690, Urteil des Bundesverfassungsgerichts sofort umsetzen, Akkreditierung rechtssicher gestalten und staatliche Verantwortung für die Hochschulen endlich wahrnehmen. Ich eröffne die Aussprache und als erster Redner hat für die Piraten Herr Dr. Paul das Wort. Ja, es wird jetzt nass alles. Ich hole noch mal ein neues. Ich kann das auch in der Hand halten. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es dauert noch einen kleinen Moment, weil das Redepult ziemlich feucht geworden war und damit natürlich auch die Manuskriptblätter der nachfolgenden Rednerinnen und Redner Schaden nehmen würden. Und das sollen sie nicht. Ich bringe jetzt nur mal ein neues. Ich glaube, jetzt ich probiere es. Wenn es klebt, dann. Vielen Dank, liebe Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe wissenschaftsaffine Mitmenschen. Das war schon eine richtige Klatsche für das schwarz-gelbe sogenannte Hochschulfreiheitsgesetz und das ihm folgende rot-grüne sogenannte Hochschulzukunftsgesetz, was da in Karlsruhe am 17. Februar diesen Jahres vom Bundesverfassungsgericht entschieden worden ist. Worum geht's? Die Regelungen über die Akkreditierung von Studiengängen des Landes Nordrhein-Westfalen, wonach Studiengänge durch Agenturen nach den geltenden Regelungen akkreditiert werden müssen, sind mit dem Grundgesetz Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 unvereinbar, heißt es im Urteil. Das Urteil selbst bezieht sich dabei auf Absätze im § 72 des Hochschulfreiheitsgesetzes von 2006 und im § 73 des Hochschulzukunftsgesetzes von 2014. Allein die blumigen Namen der beiden Gesetze sprechen eine deutliche Sprache und zeigen im Grunde, was für eine Denke dahinter steht. Tautologie, Pleonasmus, das schenke ich Ihnen. Auf jeden Fall in beiden Fällen Wortreichtum ohne Informationsgewinn. Denn erstens, Hochschule hat immer mit Freiheit zu tun und zweitens, Hochschule hat immer mit Zukunft zu tun. Es sei denn, und da verrät sich die neoliberale Holzfällerlogik von Schwarz-Gelb, es geht gar nicht und es ging nie um die Wissenschaftsfreiheit als Individualrecht, wie es ausdrücklich im § 5 Absatz 3 des Grundgesetzes ausgeführt ist, sondern um eine Befreiung der Institution Hochschule. Die unternehmerische Hochschule, die entfesselte Hochschule oder wie derlei komplett hirnrissige Slogans sonst noch heißen. Die Wissenschaftspolitik im beginnenden Informationszeitalter unterwarf damit unsere Hochschulen einer aus der Religion des sogenannten freien Marktes abgeleiteten Wettbewerbslogik und pflegt dabei auch noch die Bewahrung eines angestrengten Optimismus. Dabei werden große Verkrampfungen erzeugt, die jenseits aller kreativen Haltungen liegen. Jenseits aller kreativen Haltungen, das ist eine Bemerkung des Bonner Neurologen Detlef Linke aus seinem Buch Die Freiheit und das Gehirn, Seite 46, 5. Absatz. Und was machte Rot-Grün? Man folgte beim Entwurf des Hochschulzukunftsgesetzes noch nicht einmal irgendeiner Logik, sondern pflegte eine Zögerstrategie des Ja, Nein, doch, vielleicht, schauen wir mal. Das ist ein wissenschaftspolitisches Armutszeugnis. Hochschulmutlosigkeitsgesetz wäre da der richtige Name gewesen. Zukunft sieht jedenfalls anders aus. Für uns Piraten gilt das Grundgesetz und die Wissenschaftsfreiheit als Individualrecht. Und das ist nicht verhandelbar. Da sich die anderen Fraktionen im hiesigen Landtag gerne mal bei den Privat-vor-Staat-Aposteln argumentativ bedienen, muss schon mal die Frage erlaubt sein, ob wirklich verstanden worden ist, was Freiheit der Wissenschaft eigentlich bedeutet. Im Leitsatz zum Beschluss des ersten Senats vom 17. Februar heißt es, das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 3 steht zwar Vorgaben zur Qualitätssicherung von Studienangeboten grundsätzlich nicht entgegen. Wesentliche Entscheidungen zur Akkreditierung darf der Gesetzgeber jedoch nicht weitgehend anderen Akteuren überlassen, sondern muss sie unter Beachtung der Eigenrationalität der Wissenschaft selbst treffen. Eigenrationalität der Wissenschaft. Ähnlich wie bei den Akkreditierungsagenturen stellen auch die Mitwirkungs- und Aufsichtsrechte der Hochschulräte einen prinzipiellen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit dar.
Wer garantiert denn, dass ein Hochschulrat nicht Entscheidungen fällt, die einer Fremdrationalität folgen, zum Beispiel der Scheinrationalität der Markttheologie? Auch hier ist die hinreichende Teilhabe der Wissenschaft selbst nicht durch den Gesetzgeber garantiert und der Schutz vor wissenschaftsinadäquaten Entscheidungen nicht gewährleistet. Und auch hier ist der Staat gefordert als Garant des Grundrechts auf Wissenschaftsfreiheit. Wir haben im Gesetzesverfahren zum sogenannten Hochschulzukunftsgesetz deutliche Kritik am Geist der Hochschulgesetzgebung formuliert. Echte Wissenschaftsfreiheit sieht anders aus. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil im Februar genau diese Frage, nämlich für die Akkreditierung von Studiengängen, geklärt. Sie sind in ihrer jetzigen Form verfassungswidrig. Sie sind nun aufgefordert, bis Ende 2017 eine neue gesetzliche Regelung zu treffen. Diese fordern wir schnellstmöglich ein, denn es kann doch nicht sein, dass wir hier im rechtsfreien Raum lustig weiter akkreditieren. Und eine Entscheidung, wir schieben das, weil bald ist ja Wahlkampf, die kann ich nachvollziehen. Aber seien Sie sich bitte sicher, das fördert weiterhin die um sich greifende Politikverdrossenheit und spielt Kräften in die Hände, die wir nicht wollen. Also wenn Nordrhein-Westfalen jetzt endlich mutig ist und dieser Doktrin privat vor Staat an den Hochschulen entgegentritt, wäre das ein starkes Signal in die NRW-Hochschulen und auch in die gesamte Wissenschaftslandschaft in Deutschland. Wir freuen uns, dass wir diese Ausrichtung nun im Ausschuss vertiefen dürfen. Aber eigentlich ist es traurig, dass erst Gerichte die Wissenschaftsfreiheit einfordern müssen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Paul. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Bell. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich werde jetzt nicht die Seite 46, fünfter Absatz, irgendeines Wissenschaftlers zitieren, sondern schlichtweg mal damit anfangen zu sagen, Herr Dr. Paul, die Tonalität hier in der Rede, aber auch die Tonalität in Ihrem Antrag geht eigentlich an der Sachauseinandersetzung aus meiner Sicht völlig vorbei. Wir haben die Situation, dass das Bundesverfassungsgericht die Akkreditierung als nicht verfassungskonform bezeichnet hat. Allerdings trifft diese Entscheidung nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern das bundesweite Akkreditierungssystem, weil Grundlage der Akkreditierungssysteme in den Bundesländern Vereinbarungen auf der Bundesebene in Kulturministerkonferenzen sind, die entsprechend dazu geführt haben, dass ein entsprechendes System bundesweit auch einheitlich zur Anwendung kommt. Insoweit es hier rein auf Nordrhein-Westfalen spezifisch zu begrenzen, ist schon der erste Punkt, wo ich sage, problematisch. Zweiter Punkt, Sie mischen in diesen Antrag dann Ihre bekannte Auseinandersetzung mit den Hochschulgesetzen, dem Hochschulfreiheitsgesetz und dem Hochschulzukunftsgesetz zusammen und kommen dann zu dem Schluss, dass auch die Hochschulräte durch diese entsprechende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes betroffen sind. Das ist inhaltlich aus meiner Sicht völlig irrig, weil die Hochschulräte nämlich Aufgaben, Aufsicht über das Verwaltungshandeln der Hochschulleitung entsprechend wahrnehmen und keinen unmittelbar den Schutzbereich des Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz berührenden Auftrag haben. Dass Sie diese Auseinandersetzung über die Hochschulräte hier erneut aufgreifen, zeigt mir aber, dass Sie schlichtweg zum Teil auch Krieger der Vergangenheit sind, weil die Situation so ist, dass die Frage, welche Rolle und Bedeutung die Hochschulräte haben, doch nach den Erfahrungen des Gesetzes 2005 und den entsprechenden Gesetzesnovellierungen, wo wir durchaus ja auch noch mal sehr kritisch hinterfragt haben, auch an den Hochschulen sehr kritisch hinterfragt haben, wie die Sichtweise auf die Hochschulräte ist, doch mit der Erkenntnis eigentlich aller handelnden Akteure konfrontiert wurden, dass genau dieses Aufsichtsgremium wesentlich auch positive Einflüsse auf die Hochschule genommen hat, nicht im Sinne von Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, sondern im Sinne auch von Transfer aus der Zivilgesellschaft in die Hochschulen hinein. Die Wissenschaftsräte sind ja nicht per se, und wenn Sie sich die Berufung anschauen, nicht per se rein aus Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertretern gesetzt. Ich kann Ihnen sagen, dass unter anderem auch Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter in den Hochschulräten entsprechend auch verankert sind. Und wenn man stärker zivilgesellschaftlichen Einfluss auf Hochschulen entsprechend auch ausüben will, kann das auch über diese Hochschulräte entsprechend passieren, ohne in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen. So jedenfalls
die Situation, wie wir entsprechend die Debattenlage entsprechend sehen. Wir haben vor diesem Hintergrund, will ich auch sehr deutlich sagen, natürlich nicht vor, einen rechtsfreien Raum zu belassen, wie Sie gerade gesagt haben, weil es existiert überhaupt kein rechtsfreier Raum. Das Bundesverfassungsgericht hat bis Ende 2017 entsprechend Zeit gegeben, hier zu einer entsprechenden Novellierung zu kommen. Wir schieben hier auch keine Entscheidung wegen des Wahlkampfes, sondern wir werden natürlich darauf achten müssen, dass jetzt bundesweit eine entsprechende Debatte über die Neuordnung der Akkreditierung auf den Weg gebracht wird. Das wird viel Koordinationsaufwand mit sich bringen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das wird auch nicht mal eben mit einem schnellen Gesetz aus Nordrhein-Westfalen, so wie Sie das beschreiben, entsprechend beholfen sein, weil wir dann die Situation hätten, einen Sonderweg für Nordrhein-Westfalen zu beschreiten. Da würde ich doch deutlich von abraten. Was wir jetzt brauchen, ist, glaube ich, eine vernünftige, fundierte Debatte, wie das entsprechend neu aufgestellt werden kann, um verfassungskonformer auf den Weg gebracht zu werden. Der Debatte im Ausschuss werden wir uns mit Freude stellen. Und den Rest hoffe ich, dass wir uns den dann ersparen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Bell. Für die CDU-Fraktion spricht der Kollege Hart. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten, man muss Ihnen vielleicht zugestehen, dass Sie manchmal tatsächlich inhaltlich gut begründete und sachlich richtige Anträge stellen. Heute allerdings und nicht nur bei diesem Antrag ist Ihnen das allerdings wieder mal gründlich misslungen. Wie so oft, gerade im Wissenschaftsbereich, ja, Herr Dr. Paul, eigentlich haben Sie nichts zu lachen an der Stelle. Ist Ihr Antrag eine Mischung aus Tatsachen, Halbwahrheiten und Wunschvorstellungen? Und nach Ihrer Rede, Herr Dr. Paul, würde ich sogar fast von Wahnvorstellungen reden. Richtig erkannt haben Sie, dass das Bundesverfassungsgericht die konkreten landesrechtlichen Regelungen zur Akkreditierung von Studiengängen sowohl in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes als auch in der Fassung des Gesetzes über die Hochschulen des Landes NRW vom 16. September 2014 für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt hat. Wie Sie allerdings aus diesem Beschluss zu der Feststellung im zweiten Punkt Ihres Antrages hinsichtlich der Hochschulräte kommen, erschließt sich mir auch nach wiederholtem Lesen der Entscheidung nicht. Zu einer solchen Feststellung kann eigentlich nur kommen, wer entweder die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts oder die gesetzliche Regelung zu den Hochschulräten nicht gelesen oder nicht verstanden hat. Bei empirischer Betrachtung Ihrer bisherigen Anträge im Wissenschaftsbereich liegt für mich die Vermutung nahe, dass beides zutrifft. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Problem der vom Bundesverfassungsgericht festgestellten Unvereinbarkeit der Regelungen zur Akkreditierung mit dem Grundgesetz. Hier scheinen Sie das Problem zumindest im Kern verstanden zu haben, die wirkliche Tragweite haben Sie aber nicht begriffen. Es gibt unbestreitbar viele Punkte im Wissenschaftsbereich, wo man Rot-Grün Versäumnisse vorwerfen könnte, Unzulänglichkeiten, Fehler, Handlungsfähigkeit etc. Aber an dieser Stelle die Tatsache, dass es zwei Monate nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts noch keinen Gesetzentwurf zur Umsetzung der Feststellung des Beschlusses gibt, diese Geschichte gehört eindeutig nicht dazu. Schon der Volksmund weiß bekanntlich, dass Lesen bildet. Hätten Sie, Herr Dr. Paul, und Ihre Mitarbeiter den Beschluss richtig gelesen, hätte Ihnen eigentlich die ausführliche historische Darstellung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Akkreditierung auffallen müssen. Seit 1998 behandeln die Länder das Thema in der Kultusministerkonferenz. Es ist also kein Thema, das man allein und isoliert aus Sicht unseres Landes behandeln könnte, wie Herr Bell richtig dargestellt hat. Im Gegensatz zu Ihnen hat das auch das Bundesverfassungsgericht übrigens erkannt. Es hat da in der Begründung ausgeführt, unter anderem, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten, der Gesetzgeber muss eine Neuregelung vornehmen, die den verfassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung trägt. Herr Kollege, wünscht eine Zwischenfrage? Ja, gleich. Da
auch länderübergreifende Abstimmungsprozesse anstehen, ist dafür ein ausreichender Zeitraum erforderlich. Wir sind deshalb gerade nicht im rechtsfreien Raum. Und auch hier gilt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und so, jetzt lasse ich auf die Zwischenfrage zu. Es gibt eine Zwischenfrage des Kollegen Dr. Paul. Bitte schön. Herr Dr. Paul. Verehrter Herr Kollege Hart, natürlich geht sowas nicht von heute auf morgen. Da stimme ich Ihnen zu. Aber sind Sie bereit, zur Kenntnis zu nehmen, dass bereits am Verwaltungsgericht Arnsberg 2010 der Fall geschaffen wurde, der nachher vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelt wurde? Man hätte also seitens Rot-Grün gewarnt sein können, dass das nicht mehr so okay ist und im Gesetzgebungsprozess nachsteuern können. Und Sie können uns jetzt wirklich nicht vorwerfen, oder sind Sie der Meinung, ich muss eine Frage formulieren, ob Sie uns jetzt vorwerfen können, dass wir dieses Thema, was durchaus hier Aktualität hat, jetzt in den Wissenschaftsausschuss bringen? Ich denke, die Zeit ist reif. Danke. Also, Herr Dr. Paul, nicht jede Vorlage eines Gerichts zum Bundesverfassungsgericht führt dann auch zur Aufhebung der Norm. Das wäre natürlich dann sicher ein Anlass gewesen, aber auch da gilt, das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Ende und nicht die Einschätzung irgendeines Instanzgerichtes. Und im Übrigen erwarten auch wir von der Ministerin ein zügiges Vorgehen, sind auch schon gespannt, uns anzuhören, welche Schritte regierungsseitig seit dem Beschluss unternommen wurden, ob es bereits einen Zeitplan gibt hinsichtlich des weiteren Vorgehens und wie man sich den Abstimmungsprozess vorstellt. Allerdings, Herr Dr. Paul, gilt für uns in diesem Falle, sorgfältige Abstimmung, vor allem innerhalb der Kultusministerkonferenz, ist operativer Hektik, wie Sie sie hier an den Tag legen, eindeutig vorzuziehen. Dass Sie hier eher für operative Hektik votieren, verstehe ich allerdings. Eine gesetzliche Regelung in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres im Lichte der notwendigen Abstimmung durchaus als Zeithorizont realistisch, würde schließlich ohne Showanträge der Piraten beraten werden. Und Zukunft, Herr Dr. Paul, in der Tat, Zukunft sieht anders aus, nämlich ohne Piraten hier im Landtag. Ich würde Sie ansonsten hier gerne noch auffordern, sich endlich mit den wirklichen Problemen an unseren Universitäten zu beschäftigen. Aber das ist erfahrungsgemäß vergeblich. Wir werden, da Sie keine direkte Abstimmung beantragt haben, uns mit dem Antrag auch noch im Ausschuss befassen müssen. Darauf freue ich mich schon und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Hart. Für die Fraktion Die Grünen spricht Frau Dr. Seidel. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ausnahmsweise muss ich in der heutigen Debatte Herrn Hart einmal ausdrücklich zustimmen, was ja nicht immer der Fall ist in unseren Auseinandersetzungen. Aber das, was die Piratenfraktion in ihrem Antrag hier vorgelegt hat, ist ja vollkommen auch an den Haaren herbeigezogen und in gewisser Weise auch wirklich konstruiert, insbesondere das, was die Hochschulräte angeht. Fakt ist doch, und das ist jetzt auch mehrfach gesagt worden, dass das Bundesverfassungsgericht sowohl am 17. Februar 2016, dass es da festgestellt hat, dass im Hochschulgesetz von 2006 wie aber auch im Hochschulgesetz von 2014 die Regelungen zur Akkreditierung von Studiengängen mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Das betrifft aber nicht nur NRW, sondern auch die Akkreditierungsregeln in den Hochschulgesetzen der anderen Bundesländer sowie das Gesetz über eine Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland. Und damit steht das gesamte Akkreditierungssystem in Deutschland auf dem Prüfstand. Das war sicher eine Überraschung für alle Bundesländer, denn die Akkreditierung ist ja ein wesentlicher Baustein auch des Bologna-Prozesses. Und es wurde möglicherweise versäumt, ein Modell aus dem angloamerikanischen Raum angemessen an das deutsche Rechtsverständnis anzupassen, deutschlandweit. Das Bundesverfassungsgericht legt erneut dar, dass in Deutschland der Staat eine größere Rolle einnehmen muss, um die Wissenschaftsfreiheit zu garantieren. Und dass ein Richterspruch logischerweise nicht umgesetzt werden kann, bevor er überhaupt stattgefunden hat, müsste aber selbst den Kolleginnen und Kollegen von der Piratenfraktion bekannt sein. Denn als das Hochschulgesetz 2014 die Regelungen zur Akkreditierung von Studiengängen überarbeitet hat, konnte der Gesetzgeber vor mehr als anderthalb Jahren noch nicht auf die vielen Details, die jetzt hier vorliegen, der aktuellen Entscheidung eingehen. Während in Nordrhein-Westfalen also ursprünglich
einer Regelung des Hochschulfreiheitsgesetzes beklagt wurde, hat der Gesetzgeber mit dem Hochschulzukunftsgesetz auf bestehende und sich abzeichnende rechtliche Anforderungen bereits reagiert. Das haben die Piraten offensichtlich an dieser Stelle nicht verstanden. Aber Tatsache ist auch, dass auch Nordrhein-Westfalen im Verbund mit den anderen Ländern jetzt hier nachbessern muss. Das Bundesverfassungsgericht sagt nun Folgendes. Wesentliche Entscheidungen zur Akkreditierung von Studiengängen darf der Gesetzgeber nicht anderen Akteuren überlassen. Er muss in den Hochschulen auch für die Qualitätssicherung ein Gesamtgefüge schaffen, in dem Entscheidungsbefugnisse und Mitwirkungsrechte, Einflussnahme, Information und Kontrolle so ausgestaltet sind, dass Gefahren für die Freiheit der Lehre vermieden werden. Hierfür wird dem Gesetzgeber bis zum 1. Januar 2018 Zeit gegeben, neue Regeln in Kraft treten zu lassen, was die Piraten ja selbst in ihrem Antrag erwähnen. Denn es sind schließlich länderübergreifende Abstimmungsprozesse notwendig, da alle Bundesländer nun ihr Akkreditierungswesen neu gestalten müssen. Und genau aus diesem Grund zeugt Ihre Forderung, Herr Paul, unverzüglich eine Gesetzesnovelle vorzulegen, eigentlich von Unkenntnis. Also ich meine, es ist ja eigentlich auch transportiert worden, dass das nicht nur NRW angeht und dass man hier keine Schnellschüsse machen kann. Wir brauchen keinen Schnellschuss, wir brauchen eine wohlüberlegte Reform. Und was aber gar nicht geht, auch das ist eben schon angeklungen, Herr Paul, ist der zweite Teil Ihres Antrages, die Verknüpfung dieses Urteils mit der Rolle der Hochschulräte. Das ist schon eine sehr eigenwillige Interpretation, hier eine Parallele zu ziehen. Der Landtag hat 2014 nach einem langen Beratungsprozess, wir haben da viel darüber diskutiert, die Governance an den Hochschulen neu aufgestellt. Und mit dem Hochschulzukunftsgesetz wurden Studierende, Mittelbau, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in ihren Mitwirkungsrechten, also auch in der Wissenschaftsfreiheit, deutlich gestärkt. Das erfüllt noch bis heute alle Anforderungen der grundgesetzlich gesicherten Wissenschaftsfreiheit. Und im Gegensatz zu den Akkreditierungsagenturen sind die Hochschulräte im Übrigen feste Bestandteile der Hochschulen selbst. Also, liebe Piratenfraktion, Sie sind nun schon richtig lange eigentlich im Landtag vertreten und müssten das eigentlich alles wissen. Ihr Antrag ist nicht nur von der Tonalität her an einigen Stellen irritierend, er zieht auch sachlich falsche Rückschlüsse, er schafft vermeintliche Zusammenhänge da, wo keine sind. Und deswegen, das sage ich jetzt schon mal, können wir in der Sache keineswegs zustimmen. Sicher, wir werden den Antrag überweisen in den Ausschuss, das ist klar. Aber eine ernsthafte Debatte macht aus unserer Sicht erst dann Sinn, wenn die länderübergreifende Abstimmung in die Konkretisierung geht. Erst dann kann man über die gemeinsamen Facts auch wirklich vernünftig diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Dr. Seidel. Für die FDP-Fraktion spricht Frau Kollegin Freimann. Guten Abend, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Bundesverfassungsgericht hat uns als Landesgesetzgeber tatsächlich vor eine knifflige Aufgabe gestellt, und zwar das Parlament als Gesetzgeber, nicht in erster Linie die Regierung. Und deswegen befassen wir uns ja gerne auch mit dem Antrag, auch in den Ausschussberatungen, auch in der notwendigen Gründlichkeit. Herr Kollege Paul, ich will Ihnen aber nur mit auf den Weg geben als Bestandteil des Gesetzgebers. Hätte es Ihnen zum Beispiel auch schon freigestanden, hier mit substanziellen Vorschlägen die Debatte auch zu bereichern. Meine Damen und Herren, im Kern geht es um die Frage, wie die Qualität von Studienangeboten sichergestellt werden kann, ohne in die Freiheit von Lehre und Forschung einzugreifen. Denn beides ist für uns freie Demokraten Grundvoraussetzung, damit wir beste Bildung an den Hochschulen ermöglichen. Lehre muss frei sein, um gut zu sein. Dennoch muss auch die beste Lehre überprüfbar sein, nicht nach ihren Inhalten, sondern in Fragen der Struktur, Qualität, Professionalität und Wissenschaftlichkeit. Und diese Qualitätskontrolle kann sinnvollerweise in erster Linie durch die Wissenschaft und die Hochschulen erfolgen. Die bisherigen Bestimmungen, wie die Qualitätskontrolle durch die Akkreditierungsagenturen ausgestaltet werden muss, sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nicht ausreichend präzisiert.
Hier bedarf es dann also einer Präzisierung durch einen gesetzlichen Rahmen. Und es ist ja auch gerade schon darauf hingewiesen worden, dass wir auch dort mit den anderen Bundesländern, auch wenn jetzt hier nur die nordrhein-westfälische gesetzliche Lage zur Entscheidung ansteht, aber wir müssen natürlich als Bundesländer insgesamt hier eine gemeinsame Linie auch finden. Da ist dann also auch die Landesregierung wieder mit im Boot, die dann auch die Ideen des Landesgesetzgebers dann auch in die Verhandlungen mit den anderen Bundesländern einbringen kann. Die Frage, wie wir denn den gesetzlichen Rahmen für diese Qualitätssicherung schaffen können, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Hochschulen Qualitätssicherungskonzepte entwickeln für die einzelnen Studiengänge. Auch da gibt es die Möglichkeiten, dass wir das dann eben von der landesgesetzlichen Seite auch vorschreiben, welche Anforderungen an solche Konzepte zu stellen sind. Es gibt also wirklich viele unterschiedliche Ansätze in der Debatte. Was wir definitiv nicht brauchen, sind Detailregelungen zur Gängelung oder Politisierung der Wissenschaft. Und wer jetzt auch immer auf die Idee kommen mag, das Urteil zu missbrauchen, die Politik müsse zukünftig jetzt auch inhaltliche Vorgaben setzen, beschreitet definitiv den falschen Weg. Ebenso im Übrigen wie jene, die alle auch strukturelle Anforderungen als einen Eingriff in die Lehrfreiheit der Professoren ablehnen. Die Überarbeitung der Qualitätskontrolle ist komplex und wird in der Abwägung verschiedener Verfassungsgüter auch etwas Zeit beanspruchen. Das Bundesverfassungsgericht hat hierfür ausdrücklich bis Ende 2017, also sprich 01.01.2018, auch die Zeit gegeben für die erforderlichen Gesetzesänderungen. Das ist auch angesichts der verschiedenen Termine in diesem und im Folgejahr sicherlich auch ein ambitionierter Zeitplan, der uns da aufgelegt wird. Eine sofortige Umsetzung, wie sie im Antrag der Piraten hier allerdings suggeriert wird, schießt weit über das Ziel hinaus, zumal in Ihrem eigenen Antrag keinerlei konkrete Ansätze auch vorhanden sind. Nicht zuletzt die Grundrechtsrelevanz einer Qualitätssicherung der Freiheit von Lehre und Forschung verlangt eben auch die Gründlichkeit. Und hierbei sehe ich durchaus auch, dass wir auch die Erfahrungen im bisherigen Akkreditierungsverfahren auswerten und auch aus Unzulänglichkeiten der Vergangenheit, wie sie zum Beispiel meines Erachtens auch bei der Umstellung auf Bachelor und Master zu beobachten waren. Auch hier können wir die Erfahrungen auswerten und auch gucken, wo wir Verbesserungen auch erreichen können. Ich werbe sehr dafür, dass wir im Hohen Haus unter aktiver Einbeziehung auch der Hochschulen unseres Landes ohne Verzögerungen gemeinsam an Lösungen arbeiten. Für die FDP-Fraktion biete ich das ausdrücklich auch an. Umso bedauerlicher ist es, dass der Antrag der Piraten hier eben keinerlei konkreten Beitrag zur Lösung bietet, sondern lediglich den Ausruf, dass doch jemand mal etwas tun müsse, und erneut die pauschalen Beschimpfungen der Hochschulräte, die die Arbeit der Hochschulen breit anerkannt eben bereichern. Ich mag ja einem Irrtum erliegen, aber meines Wissens haben die Hochschulräte mit der Akkreditierung von Studiengängen nichts zu tun. Also insofern, was also bitteschön soll das in diesem Antrag? Deutlich wird dabei einfach das Piratenmotto: Hauptsache die Hochschullandschaft ist möglichst staatlich, starr und unmodern. Meine Damen und Herren, wir wollen nicht, dass die Politik bestimmt, wann ein Studiengang konkret die Ansprüche für einen Hochschulabschluss erfüllt. Dieses Verfahren kann nur wissenschaftsgeleitet durchgeführt werden. Akkreditierung und aus meiner Sicht eben auch die Akkreditierungsagenturen können dazu vor allem die Systemakkreditierung, ich komme dann auch zum Schluss, Herr Präsident, können dazu einen wichtigen Beitrag leisten und sind nicht per se abzulehnen. Der Piratenantrag ist inhaltlich untauglich. Dennoch stimmen wir der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Freimuth. Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Schulze. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Bell, Herr Hart, Frau Seidel und Frau Freimuth haben jetzt so viel Richtiges gesagt. Das möchte ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht alles noch mal wiederholen. Es ist ganz klar, das Bundesverfassungsgericht hat uns einen Auftrag gegeben. Wir werden das Akkreditierungswesen überarbeiten müssen. Aber im Urteil ist ganz genau auch festgelegt, dass ein Schnellschuss oder ein Alleingang von Nordrhein-Westfalen eben nicht der richtige Weg ist, sondern dass wir uns abstimmen müssen mit den anderen. Das ist genau das, was dort in dem Gerichtsurteil festgelegt ist. Wir werden diese Abstimmung natürlich machen. Und wir haben die Abstimmung auch schon lange begonnen. Das muss ein länderübergreifender Prozess sein. Wir werden mit allen 16 Ländern uns da wieder einigen müssen.
Wir haben bereits die nordrhein-westfälischen Hochschulen informiert und haben dort einen ersten Diskussionstermin. Es gibt die ersten Abstimmungen in der Kultusministerkonferenz und natürlich auch im Akkreditierungsrat. Wir haben jetzt alle uns erstmal genau über die Gerichtsentscheidung informiert und ausgetauscht, wie das genau zu interpretieren ist. Und wir werden es jetzt in Nordrhein-Westfalen auf der Landeswissenschaftskonferenz noch mal etwas genauer diskutieren und sicherlich auch im Parlament dazu intensiver im zuständigen Fachausschuss uns austauschen. Wichtig ist erstmal, dass wir es wirklich mit allen gemeinsam machen, dass wir die Akkreditierung in Deutschland jetzt komplett neu regeln. Der Zeitraum dafür ist sportlich, den uns das Gericht zur Verfügung gestellt hat, aber den werden wir natürlich auf jeden Fall einhalten und uns da über Regelungen auf diesem Weg auch einigen. Was dezidiert nicht geboten ist, ist das, was im Antrag steht, nämlich mal eben schnell mit nur einem Bundesland hier was zu machen, sondern es muss einen breit angelegten Abstimmungsprozess geben. Darüber können wir aber im zutreffenden Fachausschuss sicherlich dann uns noch intensiv austauschen. Da haben wir dann genügend Gelegenheit dazu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Wir sind am Schluss der Aussprache. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages, Drucksache 11690, an den Ausschuss für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Die abschließende Abstimmung soll dort in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Wer kann dem nicht zustimmen? Wer enthält sich? Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12.